Ich bin seit meinem 11. Lebensjahr kurzsichtig, habe dabei 3 Jahre lang ungefähr eine Brille getragen. Dabei hat sich meine Kurzsichtigkeit rasant verschlechtert, sodass ich mit 14, 15 ungefähr harte Kontaktlinsen tragen musste. Die habe ich bis vor 2 Jahren gut toleriert. Die letzten 2 Jahre habe ich aber bemerkt, dass meine Augen immer rot werden, anfangen zu jucken und dass ich zunehmend empfindlich geworden bin gegen die harten Kontaktlinsen. Da habe ich mir dann überlegt, ich möchte was unternehmen, ich möchte was dagegen tun. Aufgrund meiner starken Kurzsichtigkeit und der Tatsache, dass meine Hornhaut normal dick ist, wurde bei mir eine Operation oder eine Implantation einer intraokulären Linse vorgeschlagen. Und nach reichlicher Überlegung habe ich mich auch dazu entschlossen, weil es für mich anscheinend auch die beste Option ist. Jetzt postoperativ kann ich sagen, ich bin damit zufrieden. Ja. Ich habe 2 Kontaktlinsen in mein Auge implantiert bekommen. Zusätzlich zu der natürlichen Linse habe ich jetzt keine Brillen mehr, ich trage keine Kontaktlinsen mehr, ich habe überhaupt keinen Fremdkörper mehr und sehe scharf. Bei der letzten Untersuchung hat mir 150% Sicht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so scharf gesehen. Ich muss sagen, ich hatte keine postoperativen Schmerzen, lediglich ein leichtes Druckgefühl im Kopf, was natürlich nach dem Eingriff als normal anzusehen ist. Immerhin wurde ja doch etwas manipuliert und implantiert, aber die Schmerzen waren relativ schnell weg. Ja. Ich habe 2 bis 3 Tage ungefähr Lichtempfindlichkeit empfunden. Ja. Mittlerweile ist das auch schon fast weg. Ich trage zwar nach wie vor die vorgeschlagenen Sonnenbrillen, aber ich bin nicht mehr so lichtempfindlich wie die ersten 2, 3 Tage. Das ist schnell vergangen und ansonsten habe ich bei den Augen keine weiteren Probleme. Ja. Ich habe nicht ein Fremdkörpergefühl, ich spüre nichts beim Schlafen, es irritiert mich nichts. Es ist so, wie wenn diese Linsen latent ihre Arbeit verrichten und ich würde gar nicht merken, dass sie da sind. Mit den Kontaktlinsen hatte ich davor durchaus das Problem, dass ich bemerkt habe, mit jedem Zwinkern spüre ich die Linsen. Das ist mal ein Problem gewesen. Das zweite ist, sie bewegen sich. Das stört auch bei der Visualisierung, wenn man immer bemerkt, dass die Linsen wackeln. Man gewöhnt sich dran, aber es ist immer ein Problem. Mit den jetzigen Implantaten merke ich gar nichts. Das ist eine scharfe Sicht durchgehend. Brillen waren für mich nie eine Option. Ich habe immer eine Umgebungsübelkeit gehabt. Wenn ich mich bewege, durch die Unschärfe war mir immer übel. Mit den Linsen habe ich totale Sicht drumherum. Es ist alles scharf. Es ist nicht wie bei den harten Linsen, dass da ein bisschen das Bild wackelt auch, sondern es ist alles ruhig, es ist alles gerade. Das ist auch etwas, was mich mit den Brillen unglaublich gestört hat einfach, dass das ganze Bild mit 11 Dioptrien so verzogen ist. Mit den Linsen ist alles tipptopp. Ich sehe alles durchgehend scharf. Ich freue mich schon auf den Urlaub in einem Monat. Wir fahren nach Thailand in ein schönes Urlaubsresort. Also ich bin mal gespannt, wie die Optik dort ist. Das nächste ist, meine Frau freut sich natürlich auch. Ja. Sie hat immer schon gefunden, dass ich schöne Augen habe und jetzt findet sie mich noch ansehnlicher. Das andere, ein kleiner Scherz am Rande, wie ich noch nicht so scharf gesehen habe, konnte sie in der Früh immer schnell ins Badezimmer huschen, hat sich frisch gemacht und danach habe ich sie tipptopp gesehen. Jetzt befürchtet sie natürlich, dass ich sie in der Früh in all ihrer Schönheit sehen könnte. Aber das ist auch ein positiver Nebeneffekt. Ja. Also bei der Dioptrie, die ich gehabt habe und bei den Optionen, die mir zur Verfügung standen, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Für mich gab es nämlich nicht viele andere Optionen und mit dem Ergebnis bin ich so zufrieden, dass ich sagen kann, ja, ich könnte das bedenkenlos jemandem weiterempfehlen.